Hallo, liebe Siebener. Ich habe gemerkt, es gab ein bisschen Probleme mit dem Arbeitsauftrag letzte Woche, weil ich einen Link lange Zeit falsch gesetzt hatte, und zwar den ganz wichtigen zu den fünf Säulen des Absolutismus und dazu, wie der Absolutismus eigentlich funktioniert. Und weil das einige ein bisschen verwirrt hat und weil wir sowieso sehr gut in der Zeit eigentlich sind, ich kann ja jetzt immer pünktlich aufhören, jetzt wo kein Präsenzunterricht mehr ist und nur noch ihr Abend schaffen müsst. Deshalb dachte ich, halten wir diese Woche mal inne. Ihr kriegt was ganz Leichtes und Kurzes, dass ihr vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zum Entspannen habt oder Zeit für die anderen wichtigen Fächer. Und ich würde euch jetzt einfach nochmal zusammenfassen, wie funktioniert der Absolutismus, den Ludwig XIV., der wunderschöne Herr, den ihr hier seht und von dem wir ja letztes Mal schon gesprochen haben, eingerichtet hat. Es wird oft gesagt, der Absolutismus fußt auf fünf Säulen. Der kann nur existieren, weil sich die Macht Ludwigs des 14. auf fünf unterschiedliche Elemente gründet. Und die stelle ich euch jetzt im Folgenden kurz vor. Das erste Element ist das Heer. Ihr seht hier so ein paar Zeichnungen, wie die Soldaten unter Ludwig dem 14. ausgesehen haben, beziehungsweise haben könnten. Ihr seht, die sind so schön modisch wie er, haben auch lange Haare, Zöpfe, diese famosen Dreizackhüte, Kniebundstrümpfe und so weiter und so fort. Ihr seht aber, dass wir hier längst nicht mehr im Mittelalter sind. Also ein Heer zur Zeit Ludwigs des 14., auch schon im Dreißigjährigen Krieg, kämpft jetzt vermehrt mit Schusswaffen. Es gibt vereinzelt noch so Dinge wie Hellebarden, das trägt der Herr Nummer 3. Das ist eigentlich eine Waffe, die man gegen Kavallerie, also gegen berittene Soldaten einsetzt. Aber die Kriegsführung selbst ist eine andere als im Mittelalter. Jetzt gibt es die sogenannten Musketiere. Das ist der Herr Nummer 1. Der trägt eine Muskete. Das ist eine Flinte, die allerdings noch nicht schießt wie unsere heutigen Gewehre, sondern die wird oben gestopft und mit Pulver und einer Kugel versehen. Dauert also sehr lang, dieses Ding nachzuladen, aber es ist ungleich effektiver als ein Bogen oder eine Armbrust zur Zeit des Mittelalters. Und wie ihr auch seht, die sind überhaupt nicht mehr mit Rüstung oder so ausgestattet. Ganz einfach, weil es nichts mehr bringt gegen eine Flinte und gegen eine Kugel, die mit Schießpulver irgendwo durchhaut. Da kann man sich's gleich sparen. Der zweite ist ein Kanonier. Der trägt hier so ein großes Ding, um eine Kanone vorne zu stopfen. Also auch Artillerie wird jetzt eingesetzt mit Schießpulver. Und ganz hinten am Horizont seht ihr eine Festungsanlage. Das sind jetzt mittlerweile keine typischen mittelalterlichen Burgen mehr, sondern das sind riesige Anlagen mit Gräben und ineinander verschachtelten, kreuzförmig zulaufenden Mauern, die oben auch mit Kanonen bestückt sind. Also ihr seht, da hat sich einiges getan. Das Mittelalter ist ja definitiv vorbei. Und trotzdem hat Ludwig XIV. Gar nicht so sehr auf technische Innovation gesetzt in seiner Armee, hat er auch, aber das Wichtigste, was er gemacht hat und was seinen Absolutismus gestützt hat, ist, er hat eine stehende Armee eingerichtet. Das ist das, was wir heute mit der Bundeswehr in Deutschland auch haben. Aber damals war das revolutionär. Ihr erinnert euch, im Dreißigjährigen Krieg kämpfen ja größtenteils Söldnerheere. Und ein Söldnerheer hat einen entscheidenden Nachteil. Die kämpfen nicht aus Überzeugung oder aus Patriotismus oder aus irgendwas. Die kämpfen nur gegen Geld. Und sobald ihnen jemand mehr Geld zahlt, dann sind die ganz schnell auf der anderen Seite. Das ist im Dreißigjährigen Krieg ständig passiert. Ludwig XIV. Als absoluter Herrscher will auch die absolute Kontrolle über sein Heer. Deshalb ist das Heer auch in Friedenszeiten aufgestellt, auch anders als im Dreißigjährigen Krieg, wo man eben Soldaten irgendwie rekrutiert hat und Söldner, wann immer man sie brauchte und dann aber wieder entließ. Nein, die unter Ludwig dem 14. fast 45.000, das ist eine sehr große Zahl für damalige Verhältnisse, die sind immer bereit. Die sind ausgebildet, die werden gedrillt täglich. Und die sitzen in ihren Kasernen und wann immer Krieg ist, dann rücken die aus und führen Krieg für Ludwig den 14. Es ist also das erste wirklich professionelle Heer der Neuzeit, bei dem die Soldaten auch sich nicht irgendwie selbst ausrüsten oder plündern müssen, um ihren Unterhalt zu verdienen. Die haben trotzdem geplündert. Aber die bekamen einen Sold von oben, die bekamen ihre Waffen, die bekamen eine einheitliche Uniform gestellt. Wenn man nicht die altertümliche Ausrüstung hätte, dann wären die eigentlich fast so, wie wir das heute von modernen Armeen kennen. So, und diese Armee ist einzig und allein Ludwig dem 14. unterstellt. Das ist quasi seine Privatarmee, die Armee Frankreichs. Und das unterstützt den Absolutismus dahingehend, dass er der Einzige ist, der im Zweifelsfall über bewaffnete Menschen
verfügt, die er irgendwo hinschicken kann, um Aufstände zu unterdrücken, um Kriege zu führen und so weiter. Erinnert euch an das Mittelalter, das Lehenswesen. Der König hatte ein ineinander verkettetes Netz von Vasallen und Untervasallen und die hatten alle ihre eigenen Streitkräfte und da kam es ständig zu Problemen und Streitereien untereinander. Das ist jetzt alles abgeschafft. Der Absolutismus Ludwigs des 14. stützt sich auch darauf, dass er diese Armee nicht nur in der Kaserne hat sitzen lassen, sondern natürlich auch eingesetzt hat. Der hat zahlreiche Kriege geführt, die meisten von ihnen hat Frankreich gewonnen und das hat ihn natürlich im Ansehen nochmal weiter steigen lassen, hat auch zu viel Kriegsbeute und zusätzlichen Einnahmen geführt. Dazu kommen wir noch später, wie wichtig die waren. Säule Nummer 1 also, das Heer. Säule Nummer 2. Die Verwaltung, auch dort auch so komisch und so veraltet uns Absolutismus eigentlich vorkommt, auch hier hat Ludwig der 14. eigentlich Modernes eingerichtet. Er hat nämlich den Adel, habt ihr ja schon letztes Mal gesehen, auch dahingehend entmachtet, dass der Adel nicht mehr die Verwaltung organisiert hat. So hat man das im Mittelalter gemacht. Ludwig der 14. war der Meinung, der Adel ist da größtenteils inkompetent und wirtschaftet sich in die eigene Tasche. Er macht es anders. Und er hat bürgerliche, also nicht adelige Menschen als Beamte eingesetzt. Die wurden professionell ausgebildet und die wurden durch die französische Krone versorgt und auch unter Schutz gestellt. Und so wollte er gewährleisten, dass sein Reich, das zentral von Paris aus regiert war, von Leuten verwaltet wurde, die sich wirklich damit auskennen und die das tun, Ludwig dem 14. zuliebe und nicht irgendwelche Eigeninteressen als Adeliger haben. Säule Nummer 3 ist die Justiz. Wenn jetzt jemand sagt, l'État c'est moi, der Staat bin ich, dann wird es euch nicht überraschen, dass sich Ludwig der 14. auch, was das Gesetz anbelangte, ganz an die Spitze gesetzt hat. Er war der oberste Richter. Er stand nominell über dem Gesetz, auch wenn er selber, das ist das, was ihr hier links seht, der sogenannte Code Louis, Gesetzessammlung erlassen hat. Jetzt ist aber nicht so, das kommt dann oft in Klasse 7, oh, hat er dann Leute umgebracht auf der Straße oder so. Nein, das hat er natürlich nicht. Also er hat durchaus gesehen, dass er eine gewisse Vorbildfunktion hat und sich jetzt nicht gerade allzu krass über das eigene Gesetz erheben sollte. Trotzdem, theoretisch hätte er es gekonnt. Der König ist nämlich im Absolutismus lediglich Gott und den Naturgesetzen unterworfen. Naturgesetze bedeutet, der König kann nicht einfach losfliegen, weil er die Schwerkraft unter sich stehen hat. Aber ja, ich denke, das sollte allen klar sein. Der Dünnste war er auch nicht, das hätte nicht geklappt. Punkt Nummer 4, der hängt damit gerade zusammen, die Kirche. Ludwig der 14. lässt sich wie im Mittelalter als Herrscher von Gottes Gnaden verehren. Gott hat ihn auf seinen Thron gesetzt. Gott will, dass er über Frankreich herrscht, auf die Art und Weise, wie er es tut. Und er hat auch versucht, innerhalb der Kirche seine Macht abzusichern, beziehungsweise die Kirche und den Glauben der Menschen als Machtinstrument zu nutzen. Zum einen hat er die Reformation und die französischen Protestanten brutalst unterdrückt. Die hießen die Hugenotten, les Huguenots oder wie auch immer man das ausspricht, mein Französisch ist nicht das Beste. Die wurden permanent mit Unterdrückungsmaßnahmen traktiert. Sehr viele von ihnen sind ausgewandert, viele davon in die USA, aber auch ein großer Teil nach Deutschland bzw. in die deutschen Fürstentümer. Er war also Herr einer katholischen Staatskirche und wenn er aufgepasst hat, beim Mittelalter, da gibt es ja nochmal eine wichtige Person, die den katholischen Fürsten immer noch reinreden will, der Papst in Rom natürlich. Da hat Ludwig der 14. sehr darauf geachtet, dass der Papst keinen Einfluss hat. Also das Wort Staatskirche muss man hier wörtlich nehmen. Er sah sich selbst als das Kirchenoberhaupt in seinem eigenen Land über die Katholiken. Den Papst ganz draushalten ging natürlich nicht, aber aus politischen Entscheidungen hat er versucht, ihn komplett wegzuhalten. Und die Oberherrschaft über die Kirche in Frankreich ging so weit, dass eben wann immer es in Frankreich Probleme gab, wenn ein Krieg schlecht lief, wenn es nicht genug Ernte gab und so weiter, dann hieß es nicht etwa Ludwig der 14. ist dran schuld, sondern Gott schickt uns eine Prüfung und Ludwig der 14. wird uns da schon irgendwie durchmanövrieren. Fünfte und letzte Säule ist die Wirtschaft in Frankreich. Und da hat er zunächst mal ein Problem, denn, habt ihr gesehen, er hat das Schloss Versailles
gebaut und nicht nur der Bau, sondern auch die Aufrechthaltung und der ganze Hofstaat dort, das verschlang absolute Unsummen, das verschlang ein Unsummen, das verschlang einen guten Teil des französischen Staatseinkommens. Und dazu kommt das Problem, dass der erste und der zweite Stand, also die Adligen und die Geistlichen, ja, und wenn der erste und der zweite Stand keine Steuern zahlen, also der Adel und die kirchlichen Adligen, dann muss das alles der dritte Stand, also alle, die nicht adelig sind, bezahlen. Und die sind eh schon überbelastet. Und so kommt Ludwig XIV. Beziehungsweise kommen seine Verwaltungsbeamten auf eine schöne Idee und die nennt sich Merkantilismus. Und hier links in dem Bild seht ihr, wie sie funktioniert. Der macht quasi sein Land dicht. Nicht so, wie es hier steht oder wie Donald Trump das vorhat, durch eine Mauer, aber mit Zollgrenzen. Was macht er? Er importiert Rohstoffe, sowohl aus den Kolonien, die Frankreich schon erobert hat zum damaligen Zeitpunkt, als auch aus Ländern, wo es die eben billig gibt. Er verbietet gleichzeitig, dass Rohstoffe aus Frankreich ausgeführt werden. Niemand von außerhalb darf Rohstoffe in Frankreich kaufen. In Frankreich selbst werden sogenannte Manufakturen eingerichtet. Das ist so der Vorläufer einer modernen Fabrik. Da wird in Arbeitsteilung irgendwas hergestellt. Wenn man zum Beispiel aus den Kolonien Baumwolle importiert, dann stellt man in diesen Manufakturen Kleidungsstücke her und die werden dann verkauft. Die Fertigwaren, die dürfen im Ausland verkauft werden für hohe Preise. Es dürfen aber keine ausländischen Fertigwaren eingeführt werden nach Frankreich. Das Ganze wird mit Zöllen geregelt. Man muss es ja nicht mal verbieten, aber man kann so hohe Strafzölle auf ausländische Fertigwaren oder auf französische Rohstoffe, die ins Ausland sollen, erheben, dass es sich gar nicht mehr lohnt, die zu handeln, und dann macht das auch keiner. Das Problem an dieser Wirtschaftsform ist, das ist eine relativ aggressive Art des Wirtschaftens, die funktioniert, solange die anderen Staaten um Frankreich herum das nicht machen, aber die funktioniert nicht mehr, wenn alle anderen auch Merkantilismus betreiben. Weil dann will ja keiner mehr die Fertigwaren kaufen, dann kommt es zu Problemen. Und gleichzeitig streiten sich alle um die Rohstoffe, dann kommt es zu Konflikten, zum Beispiel beim Erobern von Kolonien. Oder ein Land, das diese Rohstoffe nun mal hat, gerät auf einmal ins Fadenkreuz von irgendwelchen aggressiven Ländern, die diese Rohstoffe brauchen. Tja, das hat eine Zeit lang prima funktioniert, später dann nicht mehr, aber dazu kommen wir noch. So. So stützt sich also die Herrschaft Ludwigs XIV. Und es hat zu seiner Lebenszeit gut funktioniert, hat auch noch bei seinem Nachfolger Ludwig dem 15. funktioniert. Bei Ludwig dem 16., von dem wir einen Teil hier sehen, nämlich nur seinen Kopf und sein Körper liegt noch da links oben hinter der Guillotine, hat es, wie man an diesem Bild ja unschwer erkennen kann, nicht mehr geklappt. Und es liegt daran, dass die Stabilität eines absoluten Herrschers, zum Beispiel hier jetzt in Frankreich, enorm von der Wirtschaft abhängt. Ludwig XIV. Konnte sich halten, weil er erfolgreich Kriege geführt hat und weil Frankreich durch den Merkantilismus wirtschaftlich echt gut dastand. Sobald irgendwann mal das Geld fehlt, bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen, gibt es eine Kettenreaktion. Wenn er nicht mehr genug Geld hat, kann er sein stehendes Heer nicht mehr bezahlen. Wenn er das nicht mehr bezahlen kann, dann kann sein, die Soldaten meutern. Dann gibt es irgendwo Soldatenaufstände oder die feindlichen Staaten ringsum kommen auf blöde Gedanken. Wenn er kein Geld mehr hat, kann er seinen Hofstaat nicht mehr führen. Dann könnte sein, dass irgendwelche bösen Adligen oder so sauer werden. Wenn er kein Geld mehr hat, muss er die Steuerlast des dritten Standes erhöhen. Die haben dann eventuell nicht mehr genug zum Überleben und machen eine Revolution, was man hier sieht. Und dass das Geld einbricht, das ist relativ wahrscheinlich. Da reicht eine große Missernte oder sowas und schon gibt es riesige Probleme. Und genau das und wie es dann infolge dieser Probleme und einer solchen Kettenreaktion zum Sturz des absoluten Herrschers Ludwigs des 16. kam durch die Französische Revolution, damit beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen. Das war's erstmal. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude beim Online-Unterricht. Freue mich drauf, euch wiederzusehen. Tschüss!